Hi zusammen. Heute wir beide vor der Kamera. Das hat auch seinen ganz speziellen Grund. Wir haben nämlich beide Fotohandschuhe an. Und wir waren jetzt hier gerade beim Dreh, bei der Autofokus-Teststrecke für die Fuji X-H2S. Und da hatte ich die eben an. Und das bietet sich natürlich jetzt an, direkt euch die mal vorzustellen. Zeig mal deine noch mal hoch. Was hat das auf sich? Sie hat jetzt hier die Valored Markov V3, haben die ja, glaube ich, geheißen. Ein Hersteller aus Norwegen, werden direkt aus Norwegen versandt. Extrem hochwertige Ware, muss ich sagen. Sehr hochwertige Materialien auch. Und ich weiß, viele von euch haben die sich damals auch angeschafft, aufgrund meines Tipps, aufgrund meines letzten Vorstellungsvideos, was wir euch am Ende gerne auch nochmal verlinken. Und die, muss ich sagen, trage ich sehr, sehr gerne, weil sie nicht zu dick sind. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass wenn wir mal unter 0 Grad kommen, dass sie durchaus auch nicht mehr so warm sind. Die sind zwar innen mit Merino-Wolle, außen Ziegenleder, dann Wildleder im Absatz, abgedichteter Reißverschluss, Werkzeug mit an Bord, SD-Kartenverschluss bzw. Versteck, abklappbare magnetische Fingerspitzen, all das bieten die Markov natürlich auch. Aber sie haben halt nur 3 Wintersternchen auf deren Homepage. Dementsprechend habe ich mir jetzt mal die anderen schicken lassen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Schaut euch gerne unten mal über den Link die Produkte an. Die haben nämlich 4 Wintersternchen, ja. Und ich zeige euch die mal so. Die sind anders aufgebaut. Während Marions Markov hier ein Merino-Wolle-Bündchen haben, sind die hier breiter und können auch über die Jacke getragen werden. Ihr seht, das kann man hier verstellen. Auch Echtleder. Echtes Ziegenleder hier, die Finger, dann hier echtes Wildleder, innen klebriger Gummi, damit die Kamera griffiger ist. Hier natürlich auch wieder schön schick ein kleines SD-Kartenfach mit integrierten Werkzeugschlüssel, kann ich euch mal zeigen. Hier ist er dran, total klug auch, dass er an einem Bändel ist, ne? So ein kleines Schraubenzieherchen, dass wir die Stativplatte abmachen können. Also wie gesagt, innen Merino-Wolle, außen Ziegenleder und Wildleder. Der Hersteller sagt auch, dass wir mit diesem Wildleder hier, da sind übrigens auch die Magnete dran, damit die Fingerspitzen abgeklappt bleiben. Ja, das muss man dem Handschuh, weil es natürlich natürliche Materialien sind, das habe ich zweimal natürlich gesagt, muss man dem schon so ein bisschen lernen, dass die Spitze auch, wieder den AF-Auslass übertricksen hier, das muss man dem natürlich so ein bisschen beibringen, dem Handschuh, ne? Weil er immer wieder in seine Nullstellung zurück will, weil es halt einfach echtes Leder ist. Und das dauert am Anfang so ein bisschen, bis er dann auch wirklich abgeklappt bleibt. Hersteller sagt, hier mit dem Wildleder kann man auch das Objektiv schön polieren. Da hat ein Zuschauer letztes Mal ganz erbost reingeschrieben, dass das ja ein fürchterliches Werbevideo wäre und man würde doch niemals mit seinem Handschuh über ein Objektiv putzen, weil das würde ja die Linse verkratzen, wenn da ein bisschen Sand drin ist. Ist natürlich ein berechtigter Einwand, das sollte man auch wirklich nur machen, wenn der Handschuh sauber ist. Ja? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn ihr im Winter unterwegs seid, dass ihr nicht im Sand wühlt damit, ja? Oder genau, ja. Irgendwas in der Richtung. Okay. Ja. Marions hier haben ja hier dieses Strickbündchen unten. Und die hier halt eben nicht. Die könnt ihr über die Jacke ziehen und sie sind auch etwas dicker und wirklich wärmer. Also ich würde sagen, hier Übergangszeit, September, Oktober, November. Und wenn es dann mal unter 0 Grad geht, dann sind vielleicht solche besser. Schaut euch auch gerne mal auf deren Webseite um. Die haben auch verschiedenste Modellen bis richtige Antarktis-Teile. Ja? Also es ist nicht nur so, dass sie diese Abstufungen haben. Aber für unsere Breiten macht natürlich das hier jetzt, was wir beide haben, am meisten Sinn. Ja? Genau, ja. Ich habe auch die Markov 3. Ich persönlich ziehe die am liebsten an, weil sie einfach dünner sind, ja. Aber es ist natürlich schon so, wenn es dann mal unter 0 Grad geht, dann kann es sein, dass die durchaus zu kalt sind. Also hier, wie gesagt, atmungsaktiver Rücken auch, ne? Hier so eine Art Neopren. Ja, ich denke, wir haben euch die hinreichend gezeigt. Bedienung an der Kamera, ihr habt das vielleicht auch gesehen in dem Fuji-Video, ist alles soweit kein Problem. Wir brauchen ja schwerpunktmäßig nur den Zeigefinger und den Daumen, können alles bedienen. Und sobald wir einen von beiden nicht mehr brauchen, können wir auch schützen und gleich wieder wärmen, damit eben die Wärme am Körper bleibt. Ja, Qualität muss ich sagen, wir haben es jetzt ein Jahr. Super. Ist echt 1A. Das sind ja natürlich keine billig Amazon-Handschuhe aus, nee, China für 10 Euro oder so, sondern das ist halt richtige Qualität und da liegen wir so um die 90 bis 100 Euro, glaube ich, so im Schnitt, mhm, die meisten Handschuhe. Aber das ist was, das zahlt sich richtig aus. Die habt ihr jahrelang und ich glaube nicht, dass da irgendwas kaputt geht. Wir selber haben sie jetzt halt 2 Winter im Einsatz und ja, man hat die natürlich auch nicht jeden Tag an, bei jedem, mhm, Dreh. Deswegen ist über die Lebenszeit jetzt schwer was zu sagen. Aber ich würde
würde sagen, so von der Verarbeitung machen die einen extrem guten Eindruck. Ja. Keine Nähte irgendwie, die da raushängen oder wo man meint, dass hier die Näherin, der Näher nicht gut genug gearbeitet hat. Von daher, wirkliche Empfehlung, schaut euch gerne auch mal die etwas wärmeren an. Ich kann sie euch empfehlen. Ich hatte sie eben hier beim Fuji-Film an. Ich habe sie jetzt auch angehabt, wie ich Michael gefilmt habe und genau. Bin auch sehr zufrieden damit. Ja. Man kann auch super damit zwischendurch das Handy aus der Tasche holen und bedienen. Genau, und es ist jetzt halt vom Werbecharakter, ja, natürlich stellen wir euch die vor, aber es ist auch wirklich unsere ehrliche Meinung. Und genau. Wenn es euch hilft, viele meiner Zuschauer haben die Markov 30 gekauft und sind total begeistert. Also, ne, so, dass ihr wisst, okay, wir wollen euch jetzt da nichts verkaufen. Schaut euch auch gerne andere Hersteller an. Wie gesagt, wir können euch die empfehlen. Valaret oder Valaret, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aus Norwegen wirklich empfehlen. Und wenn ihr einen Winter-Fotohandschuh sucht, dann ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video mal wieder. Tschüss. Tschüss.